So, die Frage ist, die versteckte Höhle, wie komme ich denn jetzt wieder zu diesem Strand hin? Ich weiß das gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Da müsste ich mein Let's Play gucken, aber ich habe ja Besseres zu tun. Nee, ich weiß echt nicht mehr, wie ich da hinkomme zu diesem Strand. Die versteckte Mine, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Hä? Die ganzen Wege werden nicht mehr angezeigt. Warum das denn nicht? Das ist ja sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut, dann gehe ich jetzt mal zur nächsten Tür. Die müsste ja da irgendwo sein. Ich glaube, die nächste Tür müsste hier irgendwo. Hier, irgendwo, Tür. Hallo, Krumpels. Ha! Ein befreundeter Zwerg. Freue ich mich immer. Vor allen Dingen freue ich mich über Rollenspielnamen oder Leute, die halt wirklich ein bisschen Wert auf Rollenspielnamen legen. Alter, die hatte gerade ein krasses Schwert. Wo komme ich denn jetzt nochmal? Hier war es, glaube ich, entlang. Das wollte ich gar nicht. Ich drücke immer außer Sicht. So. Ich weiß nicht. Never Death Friedhof. Black Lake Viertel. Turmviertel war es auch nicht. Blackdagger Ruinen war es, glaube ich, auch nicht. Es muss ja irgendwo am Wasser gewesen sein. Oder waren es doch die Blackdagger Ruinen? Reisen wir mal hin? Ich weiß es echt nicht mehr. Verdammt. Wie kam ich denn da hin? Das schade, dass jetzt 3 Wochen her ist. Nee, hier sind wir. Hier sind wir wieder hier. Die Hochstraße. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Nehme ich aber mal die Abkürzung. Oder war das doch hier in der Map? Irgendwo am Strand? Ich glaube, es könnte doch hier gewesen sein. Ich weiß so überhaupt nicht mehr, wie ich zum Strand komme. Da ist ein Fragezeichen übrig. Ach, guck mal, jetzt geht's. Jetzt haben wir auf einmal hier. So, dann düse ich da einfach mal hin. Aber komisch, dass das aus der Protector's Enclave nicht anzeigt, wo wir langen müssen. Sondern dass man da erst so ein bisschen in die Nähe muss. So, jetzt, der führt mich ja wieder komplett zurück. Was? Ach, zur anderen Seite, ich war eh falsch, na gut. So viel zum Thema in der Nähe, auf jeden Fall bin ich zumindest in der richtigen Map. So, zwischendurch sieht man immer, wir heilen um 2, das ist die Regeneration. Das ist ganz gut. Rabenklippenstrand. Wo er die Rabenhippen fand. Nein, Alter! Hör auf damit! So, wir folgen jetzt mal zu Fuß, dann können wir noch ein paar Viecher auseinandernehmen. Ich glaube, das kann nicht schaden, dann können wir noch ein bisschen XP farmen. So. Ich hätte irgendwie Lust, eine Zwergengilde zu gründen. Ich weiß nicht warum. Dass man so quasi mit so einer Horde Zwerge durch die Gegend läuft, das wäre eigentlich auch irgendwie ganz cool. Plünderer! Sünderer!
komm. Gehen wir uns da runter. Huch. Was? Gute Frage. Aha. Einen wunderschönen guten Morgen, Gronkh. Könntest du bitte annehmen? Will nicht nerven, sondern nur wissen, wann du on bist und aufnimmst, damit ich mich auf die nächste Folge freuen kann. Das Geheimnis, liebe gute Frage, darin liegt nämlich, dass jeden Tag eine neue Folge kommt. Eine nächste Folge. Das ist sehr liebevoll, aber seid ihr versichert? Ich bemühe mich drum! So. Jetzt habe ich mir das E extra aufgespart. Ich spare mir das E jetzt immer auf, den E-Move sozusagen. Den Emo-Move. Spare ich mir jetzt immer auf, bis die anfangen, ihren Heiltrank zu schlucken. Und dann... Dann schlage ich zu! So, wir betreten die versteckte Mine-Höhle, was auch immer. The Hidden Cove, die versteckte Höhle. Waren wir hier nicht schon mal? Nein! Na also. Dass die immer ihre Heiltränke schlürfen direkt. Aber die haben natürlich auch keinen Heinz dabei. So. Und weiter geht es. Ich könnte schwören, wir waren hier schon mal in dieser Höhle. Oh, Moment. Kratz, kratz hier. Und jetzt weiter. Oh. Was hat der denn fallen lassen? Der hat... Was ist... Was? Ach, eine Albtraumschatzlade. Jetzt haben wir noch eine Albtraumschatzlade. Noch eine. Ja, geil. Und knapp 4 Gold. Super. Ich bin so Imber. Ich bin voll der Mega-Pro. Hallo, Herr Jagdmann, wie geht es dir? Hallo, Herr Jagdmann, freu dich mit mir. Hallo, Herr Offizier. Na ja, mach du mal. Was heißt diese weiße Rune bei Ihnen auf dem Boden? Naja, jetzt ist die Rune eh weg. Der hat da so einen komischen weißen Schimmer auf dem Boden. War das nicht die Höhle, wo wir schon mal waren? Wo wir irgendwie gegen diese Endtussi gekämpft haben? Ich weiß es nicht mehr. Hier müssen wir nur eine... Nee, das ist eine andere Höhle auf jeden Fall. Okay. Wer heilt ihr denn gerade? Und warum? Bringt doch eh nichts. Na, komm schon. Aua. Manchmal treffen die einen, obwohl man gar nicht mehr neben denen steht. Hallo, Knorz? Komm. So. You Jagdman. Auf Wiedersehen. Schöne Höhle hier. Gefällt mir aber ganz gut. Generell mag ich das Level-Design hier auch sehr. Und ich wünschte... Ja, das wünschte ich mir, dass man auch im richtigen Leben einfach so eine Höhle in der Nähe hätte. Da war sie auch schon, putt die Olle. Na gut. Was haben wir denn? Die Seekiste. Interaktion Erfolg. So, die müssen wir natürlich zurückbringen. Hier sehe ich noch allerlei Schätze und Krempel. Den lassen wir uns dann natürlich nicht entgehen. Vor allen Dingen Krempel. Schätze sind mir egal, aber Krempel ist super. Alles mitnehmen. Da, oh, was haben wir denn da? Oh.
Die waren eh morsch und ich frage mich immer, wie können Skelette denn ohne Stimmbänder überhaupt Geräusche von sich geben? So. Gewölbekundepaket, 2 Silber, damit haben wir 4 Gold und ein unidentifizierter Gegenstand. Das nehmen wir natürlich alles mit. Ich freue mich. So, wo müssen wir lang? Müssen wir jetzt für den Weg einmal wieder zurückgehen? Das wäre aber unspektakulär. Ach, sieh an, hier gibt es natürlich einen kleinen Seitenausgang. Das finde ich mal so toll, dass die Höhlen immer so eine Abkürzung haben, wo man ganz schnell wieder rauskommt. Aber man muss immer den langen Weg... Danke, Herr Heinz, Frau Heinz. Ach, guck mal, wer da wieder da kommt. Ich bin nicht da. Ich bin einer von euch. Ich bin gerade gespawnt. Ich dachte, wenn ich mich nicht bewege, dann naja. So, ich wollte mir das eher aufsparen. Habe ich gerade nicht gemacht. Jetzt war ich gerade verunsichert, was ich machen soll. Mitnehmen. 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 Und jetzt können wir eigentlich auch mal mit dem alten Lem sprechen. Oder wir gehen zur Angelhead Mine. Nee, wir sprechen erstmal mit dem alten Lem. Dann gehen wir zur Mine. Ich dachte, er hätte gerade geleuchtet. Naja, egal. Ist ja auch ein Leuchtturm. So. Elarisa Moonspell ist auch ein schöner Name. Hallo, alter Lenden. Du hast doch jetzt eine Stimme, ne? Macht mir ja keine Probleme. Sonst setzt es was. Ach, ich... Die Stimme ist, finde ich, sympathisch. So. Meine Kiste. Vielen Dank. In ihr sind die Briefe, die mir meine süße Rohini in meinen romantischen Jugendtagen geschrieben hat. Seitdem hat sich bei dir aber auch nichts mehr getan, oder? So. Quest abgeschlossen. Quest abgeschlossen. Quest abgeschlossen. Und das war's? Das war's. Na gut, dann haben wir die Quest abgeschlossen. Okay. Jetzt sollen wir zur Angelhead Mine. Die ist ja auch irgendwo ums Eck. Und die holen wir uns natürlich auch gleich. Hey! Mit Level 24 soll man die machen. Wir sind Level 24. Wenn wir rauskommen, hoffentlich nicht mehr. Das wäre schön. Die Höhle gerade eben war interessant, aber ein bisschen lusch. Nicht, dass ich jetzt großkotzig werde oder so. Ach, übrigens, was gibt's Neues? Da muss ich auch nochmal ganz kurz... Aufstiegskiste öffnen. Abenteuerbelohnung 5 und Pipapo Reittierbedarfsmarke. Aha, aha, ein Reittier kann ich mir mieten sozusagen. Gebundener, schwächerer, Teleporterschriftrolle, gebundener, tragbarer Altar. So. Huch. Da haben wir das. Dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt reiten wir einmal wieder quer durch die Karte, von hinten nach vorn, von links nach rechts. Und wir müssen hier entlang. Hallo, Freunde. Ach, weißt du was? Leck mich doch. Freunde. Ich bin da gerade beschäftigt. Ich störe mich hier im persönlichen Gespräch mit dem Vollstrecker. So, Vollstrecker hört sich immer an wie Vollstecker. Ich weiß nicht warum.